Ich war heute in der Werkstatt und habe die vor allem Software-Updates auf mein Fahrzeug spielen lassen und dann den Servicemitarbeiter gefragt, ob er mir vielleicht jetzt noch etwas dazu sagen kann, was sich hinter den Software-Updates bezüglich des Batteriemanagementsystems und vor allem des Spurhalteassistenz verbirgt. Er hat mir glaubhaft versichert, dass er von Hyundai da keine weiteren Informationen hat, hat sich wirklich bemüht, nochmal in den Computer hineingeschaut. Nein, keine weiteren Informationen, die er mir geben könnte. Er hat mir geraten, die Hotline von Hyundai Deutschland anzurufen, was ich dann auch gemacht habe. Und da habe ich wirklich ein Erlebnis gehabt, was man vielleicht unter das Motto stellen kann: Vorsicht, Kunde droht mit Auftrag. Ich habe dem Mitarbeiter dort geschildert, dass ich diese Serviceaktionen habe heute durchführen lassen und dass der Händler vor Ort mir nicht sagen könnte, was sich dahinter verbirgt. Und mich interessiert vor allem das Software-Update für den Spurhalteassistent und das Batteriemanagementsystem. Ja, die Reaktion war eigentlich großes Unverständnis für mein Anliegen, was ich denn wollte, ob ich den Softwarecode wollte oder was auch immer. Und wenn das Auto ich neu bekäme, dann würde ich ja auch nicht fragen, welche Software auf dem Auto wäre. Ich habe versucht, geduldig zu erklären, dass ja in der Software für das Batteriemanagement und auch für den Spurhalteassistent einige Bugs aus meiner Sicht drin sind und ich hoffe, dass jetzt durch diese Software-Updates vielleicht das ein oder andere dieser Bugs verändert, verbessert wird. Er könnte mir da nicht weiterhelfen. Diese Informationen hätte allein Hyundai in Korea und Deutschland, Hyundai Deutschland könnte mir da nicht weiterhelfen. Da bin ich dann doch etwas ungeduldig geworden, habe gesagt, das interessiert mich eigentlich nicht, welche Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Hyundai Korea und Hyundai Deutschland besteht. Ich als Kunde erwarte hier eine größere Transparenz. Das wäre ja intransparent, wenn man dem Kunden nicht sagen könnte, was für eine Verbesserung die auf das Auto des Kunden gespielte Software mit sich bringt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, er hat dann recht unwillig meine Personaldaten und mein Anliegen notiert und mir versprochen, dass er es weitergibt. Bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis sich Hyundai meldet. Gleichwohl werde ich jetzt morgen eine Probefahrt machen und testen, was sich an der Software des Batteriemanagementsystems und der Spurhalteassistenz verbirgt. Mal schauen, was dabei rauskommt. Bleibt dran. Die Lösung und der Bericht über die Probetestfahrt folgt. Ja, wir wollen heute Morgen eine kleine Testfahrt unternehmen und prüfen, inwieweit die Serviceaktionen und die in diesem Rahmen durchgeführten Software-Updates eine Wirkung gezeigt haben. Zuerst wollen wir prüfen, ob das Batteriemanagementsystem eine Aktualisierung durchgeführt hat und ob das irgendwelche positiven Auswirkungen auf das Ladeverhalten haben. Wir haben einen Ladestand von 97 Kilometern und eine Außentemperatur von 8 Grad. Ich habe gerade gemessen, wie die Temperatur der Batterie sich verhält. Die niedrigste Temperatur in der Batterie war 8 Grad und die höchste 15 Grad. Und wir werden jetzt prüfen, ob bei Ankunft an einer Ladestation sich das Batteriemanagement einschaltet und die Batterie in irgendeiner Weise vorkonfiguriert. Ich gebe hierfür nun im Navigationssystem eine Route ein. Navigiere zu Weil am Rhein Bahnhof. Zwei Ergebnisse gefunden. Bitte sagen Sie die Zeilennummer. Eins.
Möchten Sie dieses Ziel setzen? Ja. Die Navigationsführung beginnt jetzt. Er rechnet und gibt mir sicher jetzt. Ja, jetzt teilt er mir mit. Akkuladung nicht ausreichend. Ladestation suchen. Das machen wir jetzt einmal. Die Zielführung startet jetzt. Falls möglich, bitte wenden. So, nun eine Überraschung. Er teilt mir mit, es gibt keine Ladestation. Nehmen Sie bitte Notmaßnahmen vor. Das ist jetzt ein Bug, den ich zum ersten Mal hier in der Software kenne. Ich sage jetzt okay und suche mir jetzt manuell eine Ladestation aus. Da gehe ich auf das Navigationssystem, gehe auf Tour planen. Dort hat er als Ziel drin Bahnhof Weil am Rhein und ich füge jetzt einen Wegepunkt hinzu. Unter Point of Interest Kategorien gehe ich auf Ladestationen und finde jetzt die Ladestationen, die im Gegensatz zur Meldung der Software tatsächlich an der Autobahn sind. Wir haben jetzt eine Ionity-Ladesäule in 70 Kilometer Entfernung. Die wähle ich und sage okay. Er rechnet. Oder ich muss es sagen, dass er rechnen soll, jawohl. Und ich sage Route starten. Die Zielführung startet jetzt. Ja, wir fahren nun los bis zu dieser Ladestation und werden dann schauen. Ja, wir erreichen die Ionity-Ladestation in 24,8 Kilometern. Ich habe vom Batteriemanagement bis jetzt noch keine Meldung bekommen, dass in irgendeiner Form die Batterie vorkonfiguriert wird. Ich gehe also davon aus, dass das durchgeführte Software-Update hier nicht Entscheidendes am Batteriemanagement verbessert hat. Wir werden aber, bevor wir ankommen oder wenn wir ankommen, bevor wir laden, auf jeden Fall die Temperatur der Batterie auslesen, um da nochmal zu objektivieren, ob das Batteriemanagement die Batterie vorgeheizt hat. So, wir sind jetzt an der Ladestation fast angekommen. Hier sind sowohl Ladestationen von EnBW als auch von Ionity. Da ich im Moment noch den günstigen Tarif von Hyundai begrenzt auf ein Jahr nach Kauf von Ionity habe, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Werde ich jetzt hier laden. Ja, die Batterietemperatur hat sich leider nicht spürbar verbessert. Die Minimumtemperatur beträgt 13 Grad und die Maximumtemperatur beträgt 15 Grad. Also keine ideale Temperatur für das schnelle Laden. Ich werde gleichwohl jetzt den Ladevorgang beginnen und dokumentieren, wie schnell von 9 auf 80 Grad die Ladung stattfindet. Nun hat der Ladevorgang begonnen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Es spiegelt halt wie immer. Wir haben 69 kW, wie es beginnt. Die Batterieladung beträgt 10%.
bin jetzt ins Auto gegangen, weil man hier besser ablesen kann, wie der Ladevorgang verläuft, weil es keine Spiegelung gibt. Das Fahrzeug ist jetzt mit 13% geladen. Die Kapazität des Ladens beträgt mittlerweile 73%. In 26 Minuten, so wird angezeigt, sind die 80% erreicht. Liest man die Werte des Ladevorgangs über die UPD-Steckdose aus, stellt man fest, dass mit zunehmender Temperatur der Batterie auch die Kapazität der Ladung relativ stark ansteigt. Ab einer Temperatur von 20, 21 Grad ist die Ladekapazität der Batterie dann besonders stark ansteigend und erreicht relativ schnell einen Wert von über 185 kW bei einem Sättigungsgrad der Batterie von 33,5%. Auf diesem Peak verharrt sie aber leider nur kurz und sinkt dann relativ stark wieder ab, wenn der Sättigungsgrad der Batterie 36% erreicht hat, obwohl die Batterietemperatur nach wie vor bei 21 Grad Minimum ist. Daraus ist zu schließen, dass vom Batteriemanagement die Temperatur von 20, 21 Grad Minimum an der Batterie gleich von Anfang an aufliegen muss. Ja, Fazit des kleinen Versuchs, des Testes des Batteriemanagementsystems nach Software-Update. Ja, leider keinerlei objektive oder auch subjektive Verbesserung feststellbar. Wir sind bei ca. 10 Grad hier an der Ladestation angekommen. Während der kurzen halbstündigen Fahrt hat die Batterie nicht spürbar vorgeheizt, sodass die erste Energie der Ladestation wieder in das Aufheizen der Batterie ging. Wir haben bei ca. 9% begonnen, bei 80% aufgehört, wobei die maximale Ladekapazität der Batterie stieg lediglich auf 190 kW, also ich bin niemals über 200 kW Ladeleistung gekommen und bin skeptisch, ob man die im Sommer erreichen wird. Ja, soweit so gut. Fazit nochmals, es ist nicht erkennbar, was bei diesem Software-Update für das Batteriemanagement tatsächlich getan wurde. Hyundai ist, denke ich, da den Kunden durchaus noch eine Antwort schuldig. In Zukunft wäre es sicherlich sinnvoll, das passiert doch bei jeder Software, die ich irgendwo kaufe, dass wenn ein Update gemacht wird, mir mitgeteilt wird, was bei der Softwarepflege und bei diesem Software-Update neu installiert wird. Das wäre auch schön, wenn Hyundai das den Kunden und auch den eigenen Werkstätten in Zukunft mitteilen würde. Ja, im zweiten Teil der kleinen Versuchsfahrt nach Software-Update möchte ich nun prüfen, ob sich beim Spurhalteassistent LKA und bei der Fahrerassistenz ADAS und dem elektronischen Lenksystem durch das Software-Update spürbar für mich etwas verändert hat. Die Kritik an der Software für die Fahrerassistenz und Spurhalteassistenz ist ja die, dass die Software die Richtung, die Fahrtrichtung immer wieder austariert, indem sie an den linken, an den rechten Fahrrand fährt, was den Fahrer teilweise etwas nervös macht. Man weiß nie genau, ob die Spur gehalten wird. Das System ist zuverlässig, aber dieses Verhalten irritiert doch
schon den ein oder anderen und führt dazu, dass es oft abgeschaltet wird, obwohl man es ja gekauft hat und obwohl es ja gerade bei langen Fahrten und bei etwas weniger Aufmerksamkeit des Fahrers sinnvoll wäre. Ich werde das nun prüfen, ob sich dieses Verhalten des Links- und Rechts-Abtasten der Fahrtstrecke verbessert hat. Schauen wir mal. Ja, wir fahren jetzt auf die Autobahn zurück zum Startort und wollen den Spurhalteassistent und den Lenkassistent testen, ob sich gegenüber dem bisherigen Verhalten der Software etwas spürbar geändert hat. So, der Spurhalte- und der Lenkassistent ist eingeschalten. Ich wechsle jetzt die Spur. System funktioniert, aber die ständigen Lenkbewegungen des Abtastens sind nach wie vor da. Auch das Anfahren auf die rechte Seite, rechts stark an die LKWs, macht den Beifahrer sicherlich nach wie vor nervös. Jetzt werde ich aufgefordert, das Lenkrad wieder anzufassen. Das hat einige Zeit also gedauert, was durchaus sehr angenehm ist. Also das System funktioniert auch nach dem Update in der gewohnten Art und Weise. Wobei, wie gesagt, ich nicht erkennen kann, dass das System ruhiger geworden wäre. Also die kleinen Lenkradausschläge nach links und nach rechts zum Abtasten des rechten und des linken Fahrbahnrandes, der eingehalten werden soll, ist nach wie vor da. Und das muss man wohl einfach so akzeptieren. Ich lasse wieder das Lenkrad los, jetzt werde ich wieder aufgefordert, an das Steuer zu greifen. Der vorlaufende Verkehr bremst ab. Das Abstandssystem funktioniert auch hervorragend. Die Richtgeschwindigkeit von 130 ist eingeschalten. Jetzt wird wieder beschleunigt und die Spur wird gehalten. Ja, man kann schon fast ein Fazit nach der kurzen Strecke ziehen. Das System funktioniert. Ich kann keine Veränderung gegenüber der Zeit vor dem Update feststellen. Insofern stellt sich auch hier die Frage, warum fährt man in die Werkstatt, gibt das Fahrzeug einen halben Tag ab, um es dann wieder zu holen und sowohl beim Batteriemanagementsystem als auch beim Lenk- und Spurhalteassistent keine Veränderung festzustellen. Es wäre wünschenswert, wenn in Zukunft Hyundai gegenüber den Werkstätten und auch dem Kunden eine Beschreibung der Veränderungen, die das entsprechende Software-Update bringt, zu geben. Das ist im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit und im Sinne von notwendiger Transparenz sicherlich hilfreich. Gleichwohl, trotz aller Kritik, ich würde mir den Hyundai IONIQ 5
auch heute wieder nach einem halben Jahr Erfahrung wieder kaufen. Die Ladewerte, das Batteriemanagement ist nach wie vor verbesserungswürdig. Es sollte auf jeden Fall vor dem nächsten Winter passieren, denn im Winter bei 0 Grad oder bei Minusgraden ist das Ladeverhalten wirklich verbesserungswürdig. Und es ist nach wie vor die Frage, warum, wenn man ein Batterieheizungssystem im Wagen hat, diese Software dies nicht leisten kann. Hyundai hat ja versprochen, dies vor dem nächsten Winter zu tun, also hoffen wir alle, dass dies passiert. Also, trotz aller Kritik, ein nach wie vor tolles Auto. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonniert bitte den Kanal, dann verpasst ihr auch nicht das nächste Video. Jetzt fährt er mir da ziemlich rein und das Fahrzeug bremst wunderbar, hervorragend ab. Auch das funktioniert hervorragend mit dem Abstandshalter und man ist da immer auf der sicheren Seite. Aber jetzt noch einmal zum Schluss meines Videos. Ich freue mich über einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nicht das nächste Video. Das war's für heute. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.